Der erste Tag der Räumung des besetzten Ortes Lützerath in Nordrhein-Westfalen ist bislang überwiegend friedlich verlaufen. Im Vorfeld war mit massivem Widerstand gerechnet worden. Beobachter sprachen dagegen von einer zum Teil entspannten Atmosphäre. Auch die Polizei zeigte sich zufrieden. Wir haben jetzt schon einige Leute erlebt, die teils abgeführt worden sind, teils in Begleitung. Ob das jetzt freiwillig war oder mit Nachdruck, das kann ich so nicht sagen, aber zumindest es geht vorwärts. Ab Mittag hatte die Polizei damit begonnen, AktivistInnen von Bäumen und Podesten zu holen. Einige Klimaschützer folgten der Aufforderung, manche ließen sich wegtragen. Viele wollen aber weiter Widerstand leisten. Kohle ist eine der gesundheitsschädlichsten und wirklich teuersten Energiequellen, die man haben kann, und natürlich klimaschädlich ohne Ende, und dass wir überhaupt im 21. Jahrhundert dagegen kämpfen müssen. Die Abrissarbeiten in dem Camp haben begonnen. Aufgeben wollen die AktivistInnen jedoch noch lange nicht. Am Wochenende will Greta Thunberg nach Lützerath kommen.